Willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator 16, heute am Freitag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden heute eine neue Linie erstellen. Wer hätte es gedacht, nachdem wir letzte Folge ja so ein bisschen rumgeklüngelt haben, sag ich mal, Busse erstellt und Fahrer eingestellt, geht's heute wieder richtig zur Sache. Heute wird nicht geschillt, nein. Nee, eigentlich chillen wir nie. Wobei, man muss sagen, es ist sehr entspannt. Also das Spiel ist einfach sehr entspannt zu spielen. Wenn die Fahrgäste da nicht meckern, dann geht es natürlich einem noch besser. So, wir haben heute eine lange Strecke vor zu erstellen. Ich würde sagen, ich fange gleich mal an. Ne? Das wäre dann 4030 schon, krass. Habe ich noch nicht nachgeschaut hier, diese Strecke, wie man die so perfekt anlegen kann. Aber es steht hier, Kunstmuseum Sommerbeginn. Okay, gehen wir mal kurz hin. So, Kunstmuseum, alles klar. So, Ferdinandstraße. Das müsste da, ja genau, da ist sie. Okay, wir beginnen, okay. Mozartstraße, sehr schön, okay. Ringstraße Ost. Wo ist die Ringstraße Ost? Ah, da. Ringstraße Ost, okay. Marien-Theresien-Straße. Oh, ich... Normalerweise müsste man das ja wissen, ne? Aber wer sucht, der findet. Das ist die Theresienstraße. Da ist sie. Da ist sie. Das ist natürlich... Okay, können wir trotzdem einfach mal testen. Heiliggeistkirche. Heilwitzka, da schickt er mich aber richtig, richtig crazy hier rum. Königstraße West. Königstraße West. Okay. Mal schauen. Ah, hier. Okay. Und dann kann ich hier enden. Dann soll ich wieder zum Kunstmuseum. Jetzt bin ich gespannt, ob... Ich habe es noch nie getestet. Kann ich da enden? Nee. Nee. Wie jetzt? Okay. Kann ich das wieder... Moment. Nochmal kurz kontrollieren. Ich konnte das hier schieben. Habe ich jetzt einfach mal getestet. Und tatsächlich, es funktioniert. Sehr schön. Kunstmuseum. Ferdinandstraße. Mozartstraße. Ringstraße Ost. Maria-Theresien-Straße. Heiliggeistkirche. Königstraße West. Genau. Also dann können wir nicht am Kunstmuseum enden. Ist aber überhaupt kein Problem. So dass wir entweder wir enden dann hier an der Königstraße West. Oder wir nehmen dann noch die Universität mit. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ich weiß es nicht. Obwohl. Nee, komm, wir enden mal einfach da, ne? Wir haben schon 7 Haltestellen. Ich finde, komm, wir lassen das mal. Ich finde die Strecke sehr cool. Also jetzt muss es natürlich noch funktionieren, hier einzufahren. Wir gehen mal auf Speichern. Nein, wir lassen uns die mal erst umbenennen. So. Ich habe irgendwie richtig, also heute wirklich richtig Bock. Keine Ahnung. Ich finde, dieses Streckenerstellen hat irgendwas. Keine Ahnung, da ist die Spannung wieder richtig da. Man hat ja zwischendurch mal so Phasen, oh, was soll ich jetzt noch machen? Ne, du hast ja alles, aber sowas, das ist schon richtig cool. Finde ich persönlich, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich sag's immer wieder. So, beginnen wir gleich mal. Ich würde sagen, wir beginnen, oder wir testen mal unseren Sommerbus. Ja, da wurde auch gesagt, oder wurde sich gewundert, warum wir jetzt noch einen Sommerbus erstellen, weil wir haben ja schon 3 Stück. Ich so, okay, wir haben schon 3 Stück, das ist mir, ich dachte, wir hätten nur einen. Aber ihr zählt zum Sommer natürlich auch die Eisbusse und das könnte schon hinkommen dann. Schneller Start, genau, wir machen einen schnellen Start. Heute mal wieder, sage ich mal, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal wirklich vom Depot gestartet sind. Wenn du knapp bei Kasse bist, kannst du im Notfall einen Bus verkaufen. Nee, das müssen wir glaube ich nicht mehr machen. Ich bin gespannt. Oh, it's raining man, sag ich mal. It's raining man.
Sehr schön. Rechts abbiegen gleich mal. Und... Hallo? Funktioniert? Alles klar. Ich dachte gerade, die Bremse funktioniert nicht. Oh la la, geht ja schon gut los, ne? Was? Direkt erstmal ein bisschen Aufregung gehabt. Aber jetzt geht's ganz entspannt weiter. Ganz entspannt, wie gesagt. Wir machen uns da keinen Stress. So. Genau. Kunstmuseum. Guten Tag. Fällt mir gut, der Bus. Können wir uns... ja, jetzt... Ich möchte nicht verspätet ankommen. Auch so ein Ziel, ne? Das sollten wir dann... Oh, natürlich erst eigentlich die Türen zu machen. So, dann können wir weiter düsen. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber wir liegen gut in der Zeit. Keine Angst. Ich möchte Mama nicht schon wieder verärgern, weil wir zu spät sind. Nächster Halt. Wir sind nie zu spät. Sie ist nur immer zu früh dran. Ja, das Wetter ist natürlich nie so schön, muss ich ja ehrlich sagen. Oh, müssen wir aufpassen. Ne, müssen wir aufpassen. So. Wir wollen uns heute wirklich von unserer besten Seite zeigen. Zum Wochenende. Uiuiui. So. Aber man merkt irgendwie schon die Unterschiede zwischen Bustypen. Also muss ich mir ehrlich sagen. Tatsächlich. So, es ist grün. Sehr schön. Ja. Ihr hattet nämlich auch richtig, also schon wieder richtig coolen Vorschlag in die Kommentare geschrieben. Und zwar, dass ich hier mal so ein Quiz machen könnte. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel an der Bushaltestelle frage ich, ja, wo sind wir denn gerade? Und ihr schreibt dann irgendwie in die Kommentare, wo wir uns gerade befinden. Das Ding ist, die Antwort habt ihr sowas von leicht raus, ne? Und weil die... Ferdinandstraße. Habt ihr's gehört? Weil die Haltestellen werden euch ja angesagt, ne? Und, ja gut. Das macht dann für mich eher weniger Sinn, sag ich mal. Das ist ja dann ziemlich uninteressant. Aber der Vorschlag ist wirklich gut. Aber, nee, also. Nächster Halt. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Zack, 50er-Zone ist hier, okay? Oder sind wir? Also gut, ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns ein Bubble Tea holen? Ja, Todsamstraße. Warte, ich kann nicht. Oh, also der Bus fällt mir sehr gut. Ich möchte mal einmal. Kein Problem, du bist eingeladen. Oh ja, sehr schön. Gefällt mir. Ach so, ja, es kann sein, dass wir nicht kassieren müssen, denn ich hatte das einmal ausgestellt, weil ich ja diese eine Strecke noch einfahren musste. Ich mach's mal wieder an. Kassieren aktivieren, ja. Denn ich musste diese eine Linie, die wir damals... Oh, müssen wir noch warten? Dann warten wir natürlich. Ne, jetzt eigentlich. Es regnet, ja. Es regnet, ja. Genau, die haben wir ja verschissen, sag ich mal. Haben wir nicht volle Sterne oder volle Punktzahl bekommen. Und dann bin ich die nochmal gefahren und ist, also auf Anhieb... Keine Ahnung, was da wieder los war. Ringstraße. Wie würdest du mich einschätzen, wenn ich in der Vorstadt wohnen würde? Ich würde dich bestimmt noch mögen, aber ich würde kaum bei dir übernachten. Schon gut, vergiss es. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich diese Strecke richtig schön eingefahren habe. Also, nee. Also, nachher habe ich wirklich das Kassieren ausgemacht, weil das ist dann wirklich sehr monoton und es macht auch keinen Spaß mehr. Da war ich wirklich froh, dass wir die eingefahren haben. Oder dass ich die eingefahren habe, weil, nee. Also, wenn man, ich sag mal so, fünfmal die Strecke neu anfängt, oder gefühlte fünfmal, dann, ja, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, dass ich das Kassieren mal deaktiviert habe. Jetzt habe ich es natürlich wieder aktiviert. Ja. Nächster jetzt müssen wir wieder ordentlich. Ringstraße Ost. Ordentlich die Karten, die Tickets verkaufen. Das richtige. Rückgeld geben und so weiter. So, guten Tag. Das ist übel. Okay. Ja. Wenn man vom Teufel spricht, Wir wollen heute ordentlich, Gas geben. Was ist eigentlich mit dem Blinker los? Er sieht echt komisch aus. Naja. Eine normale Fahrkarte, bitte. Ah, geht schon wieder los. Einmal normal. Vielen Dank.
So, blinker links. Und dann hoffe ich, dass wir einen nicht allzu großen Schaden haben am Bus. Aber ihr seht, er ist schon wieder eingeweiht. So, wir müssen jetzt hier links abbiegen, genau. Machen wir das mal. Nächster Halt, Ringstraße Ost. So, Kamera, jawohl, dreh dich. Wollte schon sagen, Kamera, dreh dich. Und sie tut es tatsächlich. Sehr schön. Das finde ich auch ein richtig cooles Feature. Ich glaube, das habe ich schon, glaube ich, auch gefühlte 50 Mal gesagt. Aber es ist einfach cool. Geschwindigkeitsbegrenzer hatten wir aktiviert, ne? Ne, hat man nicht. Okay, jetzt haben wir es aktiviert. Perfekt. Wie gesagt, Wetter ist nicht so schön. Es ist wirklich sehr regnerisch. So. Guten Tag. Ringstraße ja. Ost. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Oh, jo, das können wir selbstverständlich machen. Einmal normal. 2,80. Vielen Dank. Bitte schön, ein schönes Wochenende. Ja, apropos Wochenende. Morgen ab 16 Uhr, Leute, ist der große Livestream, sag ich mal. Das Abonnenten-Special findet da statt auf Twitch. Nächster Halt, Maria-Theresien-Straße. Link zum Livestream ist in der Videobeschreibung. Wir werden spielen, Fragen beantworten, was ihr schon immer, sag mal, wissen wolltet von uns oder allgemein einfach mal ein bisschen richtig talken, eine nette Talkrunde oder mehrere Talkrunden vielleicht. Vielleicht kommen ein paar Gäste dazu. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 15, den Eurotruck-Simulator 2, wahrscheinlich eher nicht den American Truck Simulator. Richtig deutsch, ne? American Truck Simulator. American Truck Simulator, natürlich. Also wir haben richtig Bock und wir sind schon sehr gespannt. Wie viele Leute überhaupt kommen werden und ja, also, und wie das Ganze wird. Ihr könnt natürlich, habe ich ja schon mal gesagt, ein paar Dinge gewinnen. Warum ist da... Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist da jetzt ein Sackgasse-Schild? Also hier so, weißt du, nicht weiterfahren, oder? Was, hä? Muss das nicht umgedreht werden? Das ist... Oder? Das müsste doch so sein. So, wir müssen links, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Jo, können wir... Fahren wir mal. Warte mal. Dass wir da ordentlich rumkommen. Alles gut, so. Also wir haben richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Natürlich um 21 Uhr spielt Deutschland, muss man ja auch sagen. Ne? Aber wir beginnen ja schon um 16 Uhr und mal schauen, wie lange es gehen wird. Maria-Theresien-Straße. So. Ach, genau, wir müssen jetzt aussteigen. Dass wir die runter machen können. Machen wir mal ich eben. Ich sitze im Rollstuhl. Ja. Ich brauche Hilfe beim Einsteigen. Überhaupt kein Problem ist hier. Ja, wir kommen sofort rein. Vielen Dank. So. Oh, das ist echt dunkel. Meine Güte, sind da viele Wolken. Lass mal schnell reingehen. Wir haben ja keine Kapuze auf. Wir sind ja hier in Anzug unterwegs. Einmal Senioren. 3,60. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag. Genau. Ich habe ja gesagt, ihr könnt, sag mal, Spiele gewinnen und ja, einige Sachen oder weitere Sachen. Aber wie gesagt, es geht hauptsächlich um Heiliggeistkirche. Um den Spaß natürlich, ne? Wie gesagt, wir freuen uns einfach, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns, ja, wenn ihr uns joint sozusagen. Bisschen talken, Spaß haben. Das Übliche halt, ne? So. Madame, Sie können rüber. Dankeschön. Hey. Wollen wir etwas zusammen unternehmen? Perfekt. Klar, das klingt gut. Wann? Wie wäre es jetzt gleich? Oh, ich kann gerade nicht. Ich habe zu tun.
Ja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann am Moor gegen Samstag. Ihr merkt schon, ich muss das Ganze ein wenig im Voraus aufnehmen, ne? So eine kleine... Das ist nicht schön. Alles klar. So eine kleine Staffel mache ich daraus jetzt mal. Es sind nicht zu viele Folgen, aber so ein paar muss ich dann doch im Voraus aufnehmen, weil sonst wird das zu stressig und vielleicht erscheint dann keine und ihr wisst ja, ne? Ne? Die gute alte Zeit. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis morgen. Ciao.